ancora a parlare di istinto. Lo ripeto, un prodotto assolutamente naturale, solo. Sprechen wir noch einmal über Istinto, ein vollkommen natürliches Produkt aus Kalk- und Marmorpulver, das alle Umweltanforderungen der heutigen Zeit erfüllt. Den Katalog gibt es bereits, aber jetzt stellen wir eine neue geritzte Anwendung vor, die wir geritzten Stein genannt haben. Auch bei dieser Anwendung beginnen wir mit dem Primus. Parte, come sempre, dal Primus. Sobald der Primus trocken ist, bringen wir das Band auf. Das Band wird direkt aufgebracht und damit erstellen wir die gewünschte Zeichnung. Gleich erläutere ich warum. Die Zeichnung ist fertig. Jetzt füllen wir jedes Quadrat, indem wir den Zahnspachtel in verschiedene Richtungen bewegen. In diversi orientamenti. In questo modo avremo. So erzielen wir eine sehr schöne Zeichnung. Hier haben wir ein Schachbrett kreiert, in dem wir den Zahnspachtel vertikal und horizontal eingesetzt und so am Ende eine besondere Zeichnung erzielt haben. Natürlich lässt sich jeder gewünschte Effekt erzielen mit zwei gleichen Quadraten, durch Verbreitern oder Verlängern und so weiter. Der Materialverbrauch beträgt 1,5 bis 2 Kilogramm pro Quadratmeter. Eine weitere Neuheit, die ich Ihnen gern zeigen möchte, ist die Möglichkeit, verschiedene Arten von Anwendungen zu kombinieren. Hier haben wir den geritzten Stein eingesetzt und jetzt möchte ich einen Rahmen mit dem geschliffenen Stein erzeugen. Quindi, cosa facciamo? Tagliamo il nastro. Wir schneiden daher das Band zu und tragen den geschliffenen Stein auf beiden Seiten auf. Auf diese Weise erhalten wir zwei Säulen, die das Schachbrett begrenzen. Molto intrigante. Diese etwas helleren Flecken deuten darauf hin, dass das Produkt langsam trocknet. Jetzt sollten wir sowohl den geritzten Stein als auch den geschliffenen Stein verdichten. Thank you.
Ecco, adesso la parete è quasi asciutta. 10 Minuten sind vergangen und die Wand ist nahezu trocken. Jetzt verdichten wir ein weiteres Mal, wenn wir einen Glanzeffekt wünschen. Adesso ve lo faccio vedere. Und jetzt wird es interessant, denn zum Schluss können wir das Metallprodukt auf die Wand auftragen und so dieses Spiel der sich reflektierenden Lichter erzeugen. Zunächst entfernen wir das Band, um die darunterliegende Zeichnung zu sehen. Ecco. Si comincia a vedere il disegno. Hier erkennen wir die Zeichnung bereits, die wir mit Gioia oder Oro vollenden können, die wir mit Wasser verdünnen, damit das Produkt besser in die Spalten eindringt. Ma lo useremo diluito, in modo che il prodotto scorra. Verdünnung, pro Liter Gioia einen halben Liter Wasser hinzugeben. Ein Anstrich reicht jedoch nicht. Erst nach einem zweiten Anstrich ist die Arbeit beendet. Molto facile. Es war sehr leicht, auf der weißen Wand kreativ zu sein. Wir haben das Band aufgebracht und anschließend losgelegt. Es ist leicht, den Anstrich aufzutragen und damit unterschiedliche Stärken zu erzielen. Anschließend haben wir einen Metallanstrich aufgebracht, der dank der verschiedenen Tiefen sehr schöne Lichtreflexe erzeugt. Natürlich können Sie hier Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Dieser Katalog gibt Ihnen einige Beispiele, aber dieser Effekt lässt sich natürlich mit allen Farben unserer Palette erzielen. Und nun viel Spaß!